3.000 € Inflationsausgleichsprämie für Mitglieder der Bundesregierung, für 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner aber nicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es bahnt sich in Deutschland ein Skandal allererster Güte und Sahne an. Ich möchte es Ihnen mal zeigen, was NTV hier am 11.06.2023 berichtet hat. Unser lieber Bundeskanzler und auch die seine Minister sollen die Inflationsprämie bekommen. Ja, meine Damen und Herren, ich frage Sie jetzt wirklich, kann das wirklich wahr sein, dass unsere oberste Heeresführung in Berlin, die ja nun auch leider zum Teil ursächlich dafür war und ist, dass sie, dass wir hier in Deutschland an der hohen Inflation leiden, tatsächlich die 3.000 € Inflationsausgleichsprämie bekommen dürfen. Hingegen Sie, 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, das Geld nicht bekommen? Ich stelle Ihnen einfach diese Frage und lasse die Frage offen im Raum. Und ich wünsche mir und hoffe, dass Sie auf diese Frage vielleicht in den Kommentaren mal Ihre Position, Ihre Meinung geben. Ich bin der Meinung, meine Damen und Herren, dass das, wenn es so kommen sollte, dass die Bundesregierung und deren Minister und der Kanzler hier die 3.000 € Inflationsausgleichsprämie bekommen, hingegen aber 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner es nicht bekommen, dass das ein Schlag in das Gesicht für viele der gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner sein dürfte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.